Ein fröhliches Hallo an alle, die zuschauen. Mein Name ist Felix Reuter und heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der Tag, an dem mein neues Album, wie man so schön sagt, auf den Markt kommt. Und da ich jetzt heute kein Release-Konzert machen kann, habe ich gedacht, dann spiele ich es halt für die Kamera und ich stelle mir vor, dass ihr alle hier sitzt, dann sind wir nicht so alleine hier. Und worum geht's? Dieses Album, Der verflixte Beethoven, das kommt daher, weil ich im vergangenen Jahr ein Bühnenprogramm geschrieben habe, was eben heißt Der verflixte Beethoven. Und das konnte ich aber seltenst spielen und daher kam die Idee, dann machen wir ein Studioalbum davon. Und das hat auch geklappt. Ich habe es mehrfach eingespielt und jetzt ist es fertig und jetzt präsentiere ich es natürlich sehr stolz und werde einige Sachen daraus einfach jetzt spielen. Und bei mir ist es nicht so, dass man also etwas komponiert und dann spielt, sondern ich mache mir das etwas einfacher. Ich spiele einfach darauf los, ich improvisiere über ein Thema, welches mir gefällt. Und danach wird es dann aufgeschrieben und dieses Album ist auch genauso entstanden. Beethoven, ja, sein 250. Jubiläum ist natürlich ein bisschen versemmelt dieses Jahr, nicht nur ein bisschen, sondern gänzlich ins Wasser gefallen. Sehr schade. Ich habe mich um seine Klaviersonaten bemüht, 32 Stück hat er komponiert und die ein oder anderen Sätze daraus, die haben mir so gefallen, die habe ich extra dafür umkomponiert. Ich beginne mal mit einer der berühmtesten Sonaten, die Pathetik. Das sind drei Sätze. Beginnt mit diesem schweren Akkord am Anfang, ja, man kennt's. Und dann löst sich das immer auf in einem bestimmten Rhythmus. Und ich habe mir vorgenommen, ich lasse es einfach anders auflösen. Ich werde noch eine eigene Melodie mit dazu spielen und ein paar Töne ändern. Vielleicht sogar mehr als ein paar Töne ändern. Und dann ist es meine Version. Und bei mir heißt das Sonate Petite Pathétique. Und daraus jetzt der erste Satz. Jetzt ist was umgefallen. Ich wollte eigentlich, dass die hier oben stehen bleibt, aber wer weiß warum. Ich stelle sie einfach hin. So, es gibt einen zweiten Satz und ich möchte
den auch gerne spielen. Ein zweiter Satz von Beethoven aus der Pathetik. In Ass-Dur hat er das komponiert und das war mir zu tief, zu grummelig, zu mulmig. Und ich habe gedacht, ich schreibe es in eine andere Tonart, nach oben in S-Dur und werde die ein oder anderen Töne natürlich auch ändern. Und dann klingt es eigentlich als so ein bisschen, na, man erkennt sozusagen Popmusik. Mal sehen. Ich versuche es immer so zu spielen, ungefähr wie ich es auf dem Album gespielt habe, weil das kann immer sein, dass die einen oder anderen Töne anders sind. Das ist ja bei meinen Konzerten immer sehr interessant für mich, dass es doch jeden Abend anders wird. Jetzt versuche so dicht wie möglich daran zu kommen. Pathetik, zweiter Satz. Die Pathetik hat drei Sätze und ich habe mir, ja, man überlegt dann immer, was kannst du daraus machen, was Eigenes, was anderes, ein Wiedererkennungswert. Und ich habe früher in einer Jazzband gespielt, wir haben ein bisschen Jazz, ein bisschen Rock'n'Roll gemacht und dachte, vielleicht kannst du das verbinden und dieses Thema aus diesem Satz. Das eignet sich tatsächlich für einen Blues. Ich will versuchen, ein bisschen gekürzte Version als auf dem Album, will nicht alles verraten, aber jetzt gibt's Blues.
Beethovens berühmteste Melodien sind natürlich auch die, die ich für das Album rausgesucht habe. Und eine fantastische Melodie ist natürlich auch die Wut über den verlorenen Groschen. Ja. Das hat Beethoven komponiert. Und wer kann wütender komponieren oder wer kann besser Wut ausdrucken als Beethoven selber? Und er hat immer drei Töne genommen und hat sie wie kein anderer eigentlich so wütend daherkommen. Das ist genial. Ob das Stück später die Wut über den verlorenen Groschen hieß, weil er einen Groschen verloren hat, ich glaube eher, das war die Abwertung des Geldes damals, das kennen wir alle. Und die Melodie dazu. Ich habe gedacht, man ist traurig über den verlorenen Groschen und ich habe das ein bisschen sentimentaler auch umgearbeitet und würde es gern vorstellen, der verlorene Groschen. Als nächstes, was habe ich? Ich will mal kurz schauen. Die mache ich. Die mache ich auch. Sonata Latina. Sonata Latina, die Sonate Nummer 17 von Ludwig van Beethoven, hat im zweiten Satz eine wunderbare Melodie. Und ich habe schon erwähnt, dass ich also auch mal in einer Band mitgespielt habe und aushelfen konnte. Und jetzt habe ich gedacht, man könnte einen Samba oder Bossa Nova oder sowas auf dem Klavier. Und ich will nur mal ganz kurz zeigen, ich habe das also gespielt und dann haben wir im Nachhinein, das ist quasi aufgeschrieben worden, man kann das eben auch alles nachspielen, wenn man da will. Und das sieht natürlich saukompliziert aus, weil das nach Samba klingen soll. Nun bin ich nicht so direkt vom Fach, aber ich möchte es versuchen und eben gerade auch mit dieser Melodie eine Samba über den wunderbaren Satz von Beethoven. Samba heißt ja für mich, die linke Hand macht dann immer so. Mehr ist das nicht. Alles andere muss die andere Hand machen. Viel Glück. Thank you.
Samba, Samba, Samba. Ja, das macht wirklich Spaß. Also das, manchmal gibt es das auch als Zugabe noch hinten dran. Aber ich habe als Zugabe sozusagen noch eine andere Sache hier drauf. Und dann muss ich natürlich auch sagen, die Elise. Jeder kennt sie. Wahrscheinlich sind die beiden Tasten kaputt bei den meisten, weil man das halt so oft... Nee, Quatsch. Die Elise habe ich umgeändert. Ich habe eine Version, man muss sich vorstellen, Elise guckt aus dem Fenster raus und sie möchte gerne befreit oder geliebt werden von einem Typen, der kommt da auf einem weißen Pferd an. Und ich dachte, nein, bei mir nicht, bei mir kommt ein weißer Schwan. Und dann habe ich mich der Melodie von Peter Tschaikowski, die habe ich mir quasi geklaut vom Schwanensee, von diesem Ballett, und versuche beide Melodien so zu vermischen, dass man fast denkt, dass das eine Einheit sein könnte. Ich will es versuchen, fast so, wie es auch jetzt aufgeschrieben wurde, Elises Traum. Viele, viele verschiedene Klaviersonaten, die ich in meinem Leben schon gespielt habe. Und in Vorbereitung auf dieses Bühnenprogramm, der verflixte Beethoven, was im vergangenen Jahr einfach nicht funktioniert hat, war ich in Wien gewesen, habe mich dort also einquartiert, war 14 Tage in Wien und habe gedacht, jetzt finde ich doch noch so einen alten Museumswärter, der vielleicht noch so alt ist, dass er Beethoven vielleicht noch gekannt hat. Und da hatte ich Pech. Aber ich habe eine ganze Menge über Beethoven erfahren. Das will ich aber jetzt gar nicht alles hier loswerden, sondern möchte an eine Sonate erinnern. Es ist die Sonate Nummer 14. Man nennt sie die Mondscheinsonate. Eigentlich war das eine Laubensonate und Mondscheinsonate. Also die Namen von Beethovens Sonaten wurden immer später dazugegeben. Nur ist es halt die Mondscheinsonate geworden. Und es gibt eine Version von mir, die könnte ein bisschen... vielleicht nach Richard Kleidermann klingen, ich weiß es nicht. Mondscheinsonate. Thank you.
Es gibt, na, bisschen habe ich noch. Bisschen habe ich noch, und zwar würde ich ganz gerne hiervon noch das berühmteste eigentlich von Beethoven. Das Thema aus der 9. Sinfonie kriegt manchmal so Zurufe von Gästen aus dem Publikum. 9. Ich weiß ja, was es heißt, aber so einfach, man kann es ja dann auch ein bisschen umschreiben. Jedenfalls, ich möchte diese Melodie, ich habe sie ein wenig umgenannt, ich nannte sie Ode an das Glück. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich sehr auf romantische und spätromantische Musik stehe, so auf Frédéric Chopin oder Sergei Rachmaninow. Ich glaube, diese Melodie von Beethoven klingt jetzt ein bisschen nach spätrussischer Romantik. Also, ich habe nicht nur Klaviersonaten benutzt, sondern eben auch dieses Thema aus der 9. Sinfonie. Na klar. Und ich würde gerne noch eins spielen. Und zwar die Elise habe ich ja schon mal gespielt, wo sie am Fenster steht und so verträumt. Und ich habe aber die Elise noch in einer zweiten Version. Und zwar habe ich einen Ragtime. Ragtime über die Elise. Wer immer die Elise gewesen ist, man weiß es nicht genau, vielleicht war es die große Liebe Beethovens. Und man muss sich vorstellen, man kennt ja diese Faksimile, diese alte Schrift, wie über den Noten drüber steht, für Elise. Und ich habe nochmal mit einer Lupe hingeschaut. Das heißt, das ist irgendwie anders, weil man kann schlecht lesen. Aber das E von Elise, das E oben, das ist ein F. Und dieses L von El, dieses ist nicht so groß, also das ist eher klein. Das heißt, also das erste ist schon ein F eigentlich, ein verschwungenes, und dann kommt ein E. Und dann ist hinten das S und das E, das ist ein X. Für Felix, richtig geraten. Wahrscheinlich hat er es so geschrieben. Ich möchte ein Ragtime noch spielen, den ich ja auch mit drauf gespielt habe, und das ist natürlich, sieht das auch von den Noten etwas komplizierter aus,
alt es vielleicht ist, wer es mal spielen will, Ragtime über die Elise. Ja, auf dem Album gibt es dann auch noch eine Rockversion über die berühmte Waldstein-Sonate. Die möchte ich aber jetzt nicht gerne anspielen, weil das ist wirklich eine besondere Überraschung für alle, die sich das besorgen möchten. Und ich fand es toll, dass es möglich ist, in diesen Zeiten doch einige Leute zu erreichen und die sich vielleicht genauso freuen, mit mir freuen, dass dieses Album jetzt quasi zu haben ist. Und das war für mich eine ganz wichtige Sache, genau in der Zeit, wo wir uns alle nicht auf der Bühne sehen konnten oder hinter oder vor der Bühne. Es ist schon jämmerlich und man hofft natürlich auf das Beste, dass alle gesund bleiben, dass man sich irgendwann auch so wiedersehen kann und auch Freude dran hat. Und ich habe vor 3 Jahren ein Stück komponiert, auch. Und damals ging es aber nicht um diese Krise, die wir jetzt haben, sondern das war dann die späte Flüchtlingskrise war das gewesen. Und ich habe mich einfach hingesetzt und habe gesagt, alles ist schon komponiert, es ist wirklich schon alles da und würde als kleine Zugabe dieses Stück spielen. Und ich habe über ein Wort komponiert. Ich habe über ein Wort komponiert, was es auf der ganzen Welt gibt. Und auf Deutsch heißt dieses Wort Hoffnung. Thank you.
Macht's gut. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich hoffe sehr, man sieht sich bald wieder. Und bleibt alle gesund und fröhlich. Macht's gut, euer Felix. Tschüss. Ciao.